Kettendurchhang und Kette spannen. Woran erkenne ich denn, ob meine Kette jetzt optimal gespannt ist oder vielleicht doch zu locker? Zu Hilfe könnt ihr euch Lineal nehmen. Und wir haben jetzt circa hier die Mitte der Kette in diesem Bereich. Hier lege ich das Lineal an. Und wenn ich jetzt die Kette nach oben bewege, schaue ich, okay, ich bin jetzt bei 5 cm und in der anderen Position unten bin ich bei 7,3 circa. Bedeutet, wir haben einen Kettendurchhang von ca. 23 mm. Das ist zu viel. Ja, sieht man auch hier, die ist ganz schön locker. Entsprechend wird jetzt nachgespannt. Dafür habt ihr einmal die Mutter an der Achse. Die wird einige Umdrehungen gelöst. Dann habt ihr hier eine Schraube und eine Kontermutter quasi. Ihr löst als erstes diese Kontermutter und dann könnt ihr die Schraube rausdrehen, dann würdet ihr die Achse mit dem Hinterrad nach hinten schieben, quasi Kette spannen. Oder wenn die Kette zu stark gespannt ist, könnt ihr auch die Schraube reindrehen, dadurch wird es lockerer. Also, Mutter einige Umdrehungen lösen, dann Kontermutter lösen, macht ihr natürlich auf beiden Seiten und dreht jeweils die Schrauben nach außen. Wenn ihr die optimale Spannung euch eingestellt habt, wird die Kontermutter wieder angezogen und die Achsenmutter mit 55 Newtonmeter festgezogen. Hier haben wir jetzt ein neues Fahrzeug und es kann sogar sein, dass ab Werk die Kette zu stark gespannt ist. Wenn ich jetzt mal hier versuche, die Kette hochzuschieben, geht das schon sehr schwierig. Ich habe hier ganz wenig Spiel. Wenn ich mein Lineal anlege, hier mit der Kante auf Höhe der Unterkante der Schwinge, bin ich hier so bei 52 mm. Wenn ich nach oben bewege, komme ich so auf 45. Bedeutet, wir haben 7 mm Durchhang, circa 7 mm sind definitiv zu wenig. Entsprechend müsste jetzt hier die Kette etwas gelockert werden. Wie ist jetzt die optimale Kettenspannung? Zwischen 10 und 15 mm. Wie oft muss die Kette nachgespannt werden? Nach wie vielen Kilometern? Hängt immer davon ab, wie ihr fahrt. Ja, wenn ihr im Eco-Modus fahrt und ganz langsam beschleunigt, dann haben wir natürlich keine großen Kräfte, die auf die Kette einwirken. Wenn ihr natürlich viel im Sportmodus fahrt, immer dran reißt am Gasgriff, immer stark beschleunigt, lenkt sich die Kette natürlich schneller. Die meisten fahren natürlich im Sportmodus und wollen Spaß haben. Wenn es ein Neufahrzeug ist, sollte die Kette auf jeden Fall nach 200 Kilometern erst einmal kontrolliert werden und gegebenenfalls auch dann schon nachgespannt werden.